Hallo meine Lieben, wir sind bei Ellas Adventskalender. Wir sind beim 22. Dezember 2019, der Sonntag. Es ist Winteranfang und in Beziehung bleibt es hektisch, chaotisch. Beruflich oder handwerklich, was man umsetzen möchte, läuft es sehr gut und man kann da vieles erfolgreich umsetzen. Am besten wird der frühe Abend, ich denke mal so ab 17 Uhr. Und das sollte man dann natürlich auch für die unruhigen Beziehungen ein bisschen nutzen. Meine Lieben, ich hoffe, ihr könnt da viel mit anfangen und dann schauen wir, was eure Karten sagen. Mein lieber Krebs, Unruhe am Vormittag, früher Abend wird es besser. Schauen wir, was die Karten uns am 22. Dezember 2019 zu bieten haben. Spirituelle Stärke. Ja, du bist stark, du fühlst dich auch gut und wir haben in den kommenden Monaten, was auch immer, wir schauen mal. Perfektes Timing. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, deine Inspiration in die Tat umzusetzen. Die Türen sind weit offen, während du sie in unserer Begleitung durchschreitest. Zögere nicht und schiebe nichts auf, da alle Ingredienzien reif sind für deinen Erfolg. Alles und jeder ist auf deiner Seite und unterstützt dein erwünschtes positives Resultat. Gut, das hat Auswirkungen auf die nächsten Monate. Wir haben die Route. Und das bedeutet, da musst du wahrscheinlich etwas verteidigen. Du bist spirituell stark und das hat Auswirkungen, wie gesagt, auf die kommenden Monate. Und jetzt ist das perfekte Timing da, ich glaube, auch dich durchzusetzen, zu sagen, so, jetzt reicht's. Oder ich mache das jetzt so, wie ich das will, zum Beispiel. Die Route kann auch bedeuten, Kritik aus anderer Richtung. Und du sollst dich nicht von dem, was du spürst, was deine Intuition dir sagt, heute abbringen lassen. Das heißt nicht unbedingt, dass du dich provozieren lassen solltest, aber es heißt, wir machen das so, wie wir das wollen. Also, dann bin ich gespannt, lieber Krebs, zieh's durch und lass dich nicht verunsichern. Wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder.